So. So, meine Freunde. Der Fahrlehrer ist da, jetzt geht's gleich los. Der Suzuki an Bord. Jetzt fahren wir. Ja, aber gefährlich, kleine Reifen, sehr rutschig. Atrapovic, ja? Bringt dir nichts. Scheiße, Leute, es regnet. Warum regnet es? Hoffentlich nicht stark. Sascha, wie viele Übungen gibt es bei Prüfung? Warte, ich erkläre dir auch jetzt. Okay. Das ist der Sascha. Bester Fahrlehrer. Das sind die Motorräder und das ist der Gemüseplatz. Das ist mein Susi. Das ist Sascha sein Vespa. Okay? Mit langsamem Slalom. Okay. Erster Gang. Aha. Kupplung an Haltepunkt immer halten und mit der Bremse, mit der Hinterradsbremse das Tempo quasi dosieren. Aha. Aus dem langsamen Slalom fährst du heraus, aha, herum um die Achter, aha, kommst du hierher, bleibst du also gerade stehen, aha, Blinker vorher nach rechts setzen. Aha. Das ist dann das Rechtsabbiegen. Ja, 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 ja. Ja, biegst also rechts ab, Blinker ausschalten, fährst also vorne zum blauen Container, drehst du dich um, in zweiten Gang und kommst du also mit ca. 35 km/h und da bleibst du mal stehen. Aha. Ja, das okay. Ist erst einmal 30er Bremsen. Okay. Danach, wenn das fertig ist, drehst du dich wieder um, fährst also hinten mit zweiter Gang von der blauen Container, nimmst also Schwung, aha, ca. 55 km/h. Ja. Bis welcher Gang? Dritte? Zweite. Zweite. Kommst also her, circa 2 Meter vor der Bremsbox ziehst den Kupplung, Gas weg, ab den zweiten Hut fangst zum Bremsen an, bis da hinten muss sich also deine Bremse weg, also quasi ausgehen. Okay. Ja, das heißt also, okay, da hast 19 Meter, also quasi Bremsweg. Ja, 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 ja. Ja, boah. Das heißt, und dann, das wäre die Arbeitszeit. Sascha, zeigst du mir vor? Aha. Beim 10, genau. Und da
da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, 19 Meter. 9. Und dann das Ausweichen. Beim Ausweichen ist wichtig, also kurz, servus, kurz vor dem Bremsbox. Circa 2 Meter Kupplung ziehen, Gas weg, fast durch den Bremsbox, Spur ein bisschen nach rechts versetzen und dann weichst, also diese zwei Hutel also so nach links sein. Ja, okay. Und dann bleibt also 8er mit zweiter Gang. Ich zeige dir das alles vor. Okay. Wie das ausschauen soll. So, jetzt fahr da raus. Wo ist Slalom? Er hat gesagt Slalom. Jetzt kommt Slalom. So, das, okay. Slalom. Zweiter Gang. Bleibst du hier stehen? Rechte Fuß hoch, erster Gang. Wieso hat er nicht Achter gemacht? Jetzt 50 km/h. Das ist der Zielbremse. Jetzt Gefahrenbremse. Merkt ihr beim Gefahrenbremsen 2 Meter vor Kupplung, Gasweg, ab da fangt zum Bremsen an. Ist okay. Sehr wichtig, Kupplung ziehen, Gas weg und nicht bremsen. Ja, ja. Dann also vorne zum LKW-Kabine ausweichen und dann kannst du so bremsen. Okay. Sagst du, du hast Achter nicht gemacht? Jetzt sofort. Achso, okay. Zweite Gang. Ich krieg alles nicht mit, Alter. Wenn du dem Prüfer da zeigst, also, dass du dich voll fühlst, also Motorrad und dass du keine Theater zahlst, ja, dann hast du schon halbe Führerschein in der Tasche. Das heißt also 90% hier, also. Genau, ha? Draußen, also. Natürlich musst du aufpassen beim Fahren, also so rechts kommender Tempo, ja, und ja, so weiter. Aber wenn der Prüfer das sieht, also dass du dich voll fühlst, ja, dann. Also, beginnen mit Slalom. Aha.
erster Gang mit der Hinterradbremse das Tempo halten, aha, Kupplung immer an Haltepunkt, dann aus dem Slalom zweiter Gang raus, kommst du hier, schon vorher schaltest du Blinker nach rechts, mhm, bleibst du also quasi gerade stehen, mhm, und beim Losfahren also aufpassen, rechter Fuß unbedingt unten, ja? Losfahren, Fuß auf, vierer schauen, Blinker aus, zweiter Gang, ja, und tut also, drehst du dich um, Zielbremsen, ne? Das heißt, 30 km/h bremsen, 30er, 50er, dann mache ich Runde, dann mache ich 50er ab hier bremsen. Bis ab da. Zweiter Hut fangst du zum Bremsen. Ab zweiter Hut, okay. Bei beiden Übungen, also beim Ausweichen und Bremsen, ist sehr wichtig, dass du ca. 3 Meter also vor dem Bremsbox also Kupplung ziehst und von Gas runter, damit du Zeit hast also zum Reagieren. Ja, ja, und ja, beim Ausweichen beim in die Bremsbox also nimmst du Spur ein bisschen mehr rechts, damit du zu bisschen ja, ja, früher ja, ausweichen. Da ist sehr wichtig beim Ausweichen, dass du Motorrad mit der Hüfte eindrückst und leicht in die Lenkerstange reingehen und Blick ist also durch beim, yeah, beim LKW. Ja, ja nicht steif werden. Ja, ja. Weil sonst also wehrt sich das Motorrad, ja, und du kannst ihn nicht also. Ja, ja, dann kannst du nicht ausweichen. Nicht bremsen. Achso, von da? Das ist unsere Spur, genau. Soll ich nochmal machen? Ja, ja, ja. Achso, okay. Macht den Meister. Genau. Bleibst blinken. Bleibst also innerhalb von deiner Spur quasi. Okay. Blinken. Kannst nicht abbiegen im Gegenverkehr. Thank you.
gerade über die Hutal stehen geblieben. Ja. Das ist grenzwertig. Du hast beim Bremsen und beim Ausweichen 3 Versuche. Ja. Wenn es also mit der Tempo nicht passt, hast du also nächste Versuch. Okay. Wenn beim dritten Versuch mit der Tempo nicht passt, also lass die Prüfer nichts mehr rausfahren. Ja, 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 ja. Oder wenn ein Hut also beim Ausweichen fliegt, dann musst du so wirklich locker bleiben. Ja, 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 ja. Ja, jetzt werde ich eine Pistole holen, also und jetzt werden wir das Ganze messen. Okay. Nur, ich glaube, vorher war ich zu schnell. 60. Macht nichts. Schau, dass du auch nicht zu schnell bist. Ja, ja, ja. Ja, weil, ja. Weißt du, je schneller du bist, desto früher musst du reagieren. Okay. Ja? Also das heißt, 55 ist okay. Aha. 2 Meter oder 3 Meter vor dem Bremsbox, Kupplung ziehen, so, somit bist du mit gleichmäßigem Tempo. Ja, ab hier fangst du dann zum Bremsen. Ja. Ja. Und beim Ausweichen ist ganz wichtig, dass du Spur ein bisschen mehr rechts nimmst. Und da kannst du also schon da in der Bremsbox zum Ausweichen beginnen. Ja, 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 ja. Okay. Also von der Achter daherkommen, also schön die Runde machen, brauchst du nicht so eng. Ja? Ja, ja. Mach dir keinen Stress beim Ball. Ja, wenn ja der Prüfer da steht, also ist die Situation anderes. Ne? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Du bist also so ein bisschen, ja, aber ganz entspannt, du kannst Motorrad fahren. Ja, ja. Wichtig ist, dass du fährst, also so wie der Prüfer das will. Ja, 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 ja. Verkehrsvorschriftlich, also mäßig und so weiter. Wie du dann also weitermachst, wenn du Führerschein hast, bleibt dir überlassen. Sascha, hier mach ich hier richtig, oder? Ausweichen mit 52, das reicht vollkommen. Okay. Schneller brauchst du nicht. Okay. Ja, übertreib nichts. Natürlich, schneller geht immer. Ja, ja. Wichtig ist also, dass... Aber ich glaube, vorher, wo ich nicht geschafft habe, ich war 70, 75, Sascha. Ja, ja, das ist dann... Normal, ne? Das ist die kurze Distanz. Ja, je ja schneller du fährst, desto mehr Anhalteweg ja brauchst, ne? 56 reicht. Ja. Jetzt machst du so wieder Slalom, aha, machst wieder abbiegen, okay, machst wieder 30, 50 okay und noch einmal ausweichen. Ausweichen noch mal nach den 50.
viel? Du hast ziemlich spät begonnen zum Bremsen, ja. Du musst ein bisschen früher zum Bremsen bist. Wenn du schon zu schnell bist, also dann ein bisschen früher zum Bremsen, weil Tempo hast du eh. Ja, 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 okay. Das heißt, dass du ganz früher zum Bremsen beginnst. Soll ich nochmal machen? Ja. Ja. Jetzt machst du Ausfall. Ich war schnell, glaube ich, Sascha. 60. Weil nicht nur, ja, das geht sich aus, nur die zwei Hutel muss das so ein bisschen mehr ausweichen. Ja, ja. Also ausreingen. Du warst also. Also mehr. Quasi eine Handlänge also von der Hutel. Warte, ich mach nochmal. Ja. Beachte nur beim Achter, wenn du rausfährst aus einem Kreis, ja, auf der kurzen Gerade ein bisschen Gas geben und vor nächster Kreis ein bisschen Gas wegnehmen. Aha, aha, okay. Ja? Das heißt, auf kurze Gerade kurz beschleunigen. Zweiter Gang. Also man sieht eher so, dass du keinen Schiss hast, also vom Motorrad. Du, wichtig ist, dass du nicht schlampert wirst. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Hilfe, dass du Motorrad also in andere Richtung drehst. Aha. Also rangieren ohne Motor. Aha. Finger über die Bremse, Kupplung brauchst du dabei nicht. Ja. Seiten stehen der Klappen. Gewicht vom Motorrad immer am Oberschenkel. Und du stehst da, also nicht da, wenn da steht, also auf Fußrasten. Ja. Dann schiebst du vom Motorrad. Schiebst du Motorrad nach vor, entweder die ganze Runde, halbe Runde oder so. Bremsen, dann zurück. Das sagt ohne Starten, gell? Ja, genau. Und dann wieder nach vor. Stabilisieren, Seitenständer, zack, nach links lenken. So, jetzt drehst du ihn um, wieder in der Richtung. Das heißt also immer am Oberschenkel. Ja, aber ein bisschen nach vorrutschen. Ja, ja, genau. Das Fußrasten lag nichts, also in die Weg. Ja, dann zurück. Immer tut hier schauen, wo du hin willst. Genau. Ja. Und jetzt nach vor. Das ist Rangieren, also mit dem Motorrad ohne Motorkraft. Mhm. Wenn du irgendwo Motorrad also umdrehen willst, ne? Wo du nicht so viel Platz hast. Ja, also ja. Gut, dass ich das verlange. Ja. Gut, Signaleinrichtungen haben wir eh gemacht. Okay. Wie viele machen an dem Tag?
bis zum 7 Schüler. Also. Aber das ist immer gemischt, also Motorrad und B. Ja, ja. Also A und B. Für A und B, B. Genau, A und B. Dieses Visier kannst du also nicht mehr putzen. Nein, das muss komplett. Das fährt sich. Sascha, der ist gelegen 4 Jahre im Kasten. Na, deswegen also ist es so, ne? Ich bin 4, 5 Jahre kein Motorrad gefahren. Deswegen dieser so zerkratzt. Ja, ja. Zerkratzt nicht eigentlich. Nicht zerkratzt, Sascha, aber es Fälle, ist Sonne, irgendetwas. Es löst sich diese Beschichtung. Genau, diese Beschichtung löst sich. Aber gut, wenn es dich das nicht stört. Vorher, wo es geregnet hat, hat mich gestört, muss ich ehrlich sagen. Habe nie wenig gesehen. Das glaube ich. Also Prüfungstag nehme ich sicher ein Dings da. Wenn ich keine. Wenn es regnet, nehme ich sicher helle Visier. Fahrschule absolviert, Leute. Sascha, super was. Wie ist dir gegangen? Super. Mir war wichtig dieser Übungsplatz. Jetzt weiß ich eh, was kommt circa. Nein, das war gut. Wie war gesagt, gut, Sascha? Motorrad fahren kannst du schon, ja. Aber aufpassen dann bei der Prüfung und so. Ja. Also bei der, dass du dann schön, also quasi alles homogen, elegant machst. Ne? Ja, ja. Und wenn du dann auch für den Prüfer fährst, also wirklich auf alles schauen. Ja. Rechts kommende, auf Tempo, ja. Aha. Ich meine, er kann das also eh nicht ganz genau kontrollieren. Ne? Ob du jetzt, weil beim Auto und Motorrad ist das ein bisschen anderes. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber dass du ungefähr in diesem Bereich bist, also wo erlaubte Bereich. Ja, 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 ja. Dann wird es also eh alles funktionieren. Du kannst Motorrad fahren, ja. Nur nicht geschampert werden. Ne? Mhm. So habe ich jetzt also Dings auch gesagt, also Alex. Das mögen die überhaupt nicht. Ja. Auf jeden Fall. So, heute meine letzte Fahrt. Siehst du noch? So, letzte Fahrt vorbei, Gott sei Dank, alles super.